Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euroschlag Simulator 2 Cruising the Balkans Event Video. Wir sind immer noch in Istanbul. Wir sind bei 8 von 15. Was jetzt den zweiten Teil des Events betrifft, was heißt noch Maximum 7 Fahrten, so, bis das Event abgeschlossen ist. Wir schauen mal, wohin es geht. Enzo ist eine neue Stadt, gar nicht, habe ich wieder vergessen. Die sogar am nächsten dran ist mit LKW-Felgen. Ich würde sagen, dann fahren wir die LKW-Felgen von Fellow Cargo, die knapp 480 Kilometer nach Balkan Loco in. Ja, werden wir gleich sehen. Den stellen Auftrag an, bevor er verschwindet, und es geht nach Plymouth. Oder so eine Art. Bei falscher Aussprache, die muss ich halt vorhanden ist, gerne korrigieren. Denn okay, wir fahren los. Ich habe vergessen zu reparieren. Weil wir auch nicht in der Nähe von der Werkstatt waren. Und ich habe es einfach komplett wieder vergessen. Ja gut, dann machen wir es vielleicht auf dem Weg. Wahrscheinlich eher weniger. Die 11 Kilometer werden wahrscheinlich an der Werkstatt vorbeiführen. Dann muss ich halt noch mit den Schäden der unsichtbaren Band oder was auch immer das war, vielleicht habt ihr es ja rechts abbiegen und dann erkennen rechts können. Mit den Schäden fahre ich jetzt einfach halt noch ein bisschen weiter. Die 500 Kilometer. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bisschen zu stark gebremst. Immer geradeaus. Mit langsam zwischendurch mal tanken. 28% Tank noch. Bitte links halten. Das ist halt die Frage, wo es am meisten Sinn macht. Noch in der Türkei oder erst in Bulgarien. Müssen wir mal darauf achten. Was an den Tafeln so steht. Wieder zu viel. Okay. Never mind. Ich habe mal schon mal vorgebremst. Diese Ausfahrt. War schon früh angefangen zu bremsen. Macht auch ein bisschen Sinn, aber trotzdem noch ein bisschen zu früh. Für meinen Geschmack. Ich muss mich rechts halten. Nee, links, oder? Ja, sieht da links aus. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Kommt noch nichts. Schön mit den Bergen im Hintergrund. Gott.
ist auch wieder wild. Kreisverkehr direkt Ampel am Kreisverkehr. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, das wäre jetzt gleich bei Fellow Cargo. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Okay. Okay, das war ein bisschen too much. Okay, never mind. Machen wir es nochmal. Dann laden wir mal die leeren Paletten. Waren noch leere Paletten, oder? Ey, es waren LKW-Felgen. Auf geht's. LKW-Felgen, 480 Kilometer. Ach, ich hab's wieder vergessen. Plenhof. Pleven. Na dann. Zumindest das P, das L und das W waren richtig. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Und von da war es nein. Dann wollen wir mal. Rechts abbiegen. Wenn die Ampel umspringt. Nach rechts ab. Leben gibt es auch eine Werkstatt. Da werden wir dann direkt im Anschluss hinfahren. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Weiß gar nicht. Reicht das? Ja, 9 Stunden 10 und 8 Stunden sind wir da. Das schaffen wir in einem Rutsch oder sollten wir in einem Rutsch schaffen. Das heißt, da kann ich wirklich direkt mit der Werkstatt hinaus ohren. Nimm die Ausfahrt rechts. Dann geht's auch wieder nach Pleven, wieder nach Bulgarien rein. Und dafür nochmal hier an der Mall von Istanbul vorbei. Ich will es wahrscheinlich auch den Screenshot genommen habe für die Folge. Für das Thumbnail für die Folge genommen habe. Ich will es wahrscheinlich nicht, weiß noch nicht. Wie viel Tonnen fahren wir nochmal? 12 Tonnen LKW-Felgen, okay. Da. Links halten, okay. Ausfahrt links.
Wieder auf die Waage. Ich glaube, man kann das jetzt immer auf die Waage muss. Oder täuscht es nur. Ist ja eigentlich auch. Ist ja schon sinnvoll für die Mautstrecke, dass man irgendwie Verkehr runternimmt. Ach, wenn ich nicht weiß, ob man hier nochmal abfahren könnte. Der jetzt irgendwie zu schwer ist, um den Abschnitt der Mautstrecke nicht zu stark zu belasten. Sechsmal schon Gesamtgewicht, 10 Tonnen weniger als bei der letzten Fahrt. Sortieren wir schon mal links ein und geben Fullspeed. Ich müsste eigentlich morgen fast genauso viele Videos aufnehmen wie jetzt heute. Also, was ETS 2 zumindest betrifft, weil ich dann am Donnerstag dann. Donnerstag, Montag, den 10., 14. Tag, ja. Dann am Donnerstag den Rest mache. Moment, ich muss mal kurz gucken. Wenn es am 19. endet, dann endet das Event am Dienstag um 23.59 Uhr. Okay. Das Event sollte ich auf alle Fälle hinbekommen, zu beenden. Wie früh ist eine andere Frage. Aber ich sollte auf alle Fälle bis Donnerstag genügend haben, um. Bitte links halten. Dann am Donnerstag weiterzumachen. Vorausgesetzt, ich schaffe morgen. Zwei ETS-2 Folgen. ATS ist ja noch relativ simpel, das kann man ja immer wieder so ein bisschen reinschieben, die halbe Stunde. Aber ETS-2 ist ja doch ein bisschen durchaus mit Potenzial in die lange Richtung. Weil mir gerade auffällt, ich muss eigentlich auch bei ATS ein bisschen weitermachen. Denn je mehr, also man muss ja 14 Fahrten machen und es gibt ja nur 14 Städte. Das heißt, wahrscheinlich so spätestens ab der 10. Fahrt oder ab der 11. Fahrt wird es dann auch schwierig, was zu finden, wo wir noch nicht gewesen sind. Deswegen sollte ich auf alle Fälle ein bisschen mehr Puffer haben. Dass ich dann täglich reinschauen kann, ab und ein paar Mal. Um zu schauen, ob es gerade ein Auftrag dahin geht, wo wir noch nicht gewesen sind. So, taktisch gesehen sollte ich das zumindest in Angriff nehmen. Ach ja. Bitte links halten. Und was ich auch machen muss, ich muss endlich mal hier anfangen, für die Statistik mich vorzubereiten. Eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden Puffer. Sollte aber reichen. Weil ich weiß halt nicht, wie viel Geschwindigkeit wir noch vielleicht verlieren durch Bulgarien. Wenn wir in Bulgarien viel Autobahn fahren, wahrscheinlich fahren wir in Bulgarien viel Autobahn. Gucken wir mal kurz nach. Nee, gar nicht mal so wirklich. Das fahren wir auch die meiste Zeit eher
gedrosselt auf 70. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Haben wir die Grenze schon drauf? Nee. Oder doch schon? Nach Bulgarien. Ein Tank von 26%, genau. Wenn ich vorbeifahre, habe ich noch die Möglichkeit, eventuell in der Türkei zu tanken danach. Ja, am letzten Spot. Also schaue ich mich, versuche ich mal zu schauen, wie der Sprit hier so ist. Wenn ich die Möglichkeit überhaupt habe, aber ich glaube, es sieht nicht gut aus. Sehen sehe ich nichts. Ja, wahrscheinlich schon sinnig, noch in der Türkei zu tanken. Vielleicht nicht zwingend an der Grenze, aber tanken wir nochmal einfach bei der Grenze. Wenn das machbar ist. Wohlbemerkt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man die Möglichkeit hat, an der Grenze da einfach hinzukommen. Heute auf alle Fälle noch die zwei Folgen für ATS aufnehmen, die vor diesem und vor dem gestrigen Video kommen. Diesmal umgekehrte Reihenfolge. Ich muss vielleicht auch schon ans Bearbeiten setzen. Also was heißt vielleicht, auf alle Fälle schon ans Bearbeiten setzen. Von nix kommt nix und im Idealfall schaue ich heute noch mal ein bisschen mehr rein in Neverwinter. Also die zwei oder sogar drei Zonen mache. Zwei für die Weekly Cap und eine für die Weekly, weil es einfach gerade eventmäßig gerade was Event hier, gut, doch schon Mini-Eventmäßig Sinn macht. War ja klar, dass es auf die Ware geht. Und wir sind noch nicht bei der Grenze, das ist nur die Mautstation, die endet. Wir müssen ja einige gerade auf der Waage. Wieder 106 Euro für die Maut. 109, wer meint. Noch um 26 Tonnen. Boah, dann muss man nach links. Wollen ja schließlich weiterfahren und nicht abbiegen.
haben wir die Ausfahrt Richtung Bulgarien. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Wieder runter auf 50. Ich glaube, man kann nach der Waage oder vor der Waage tanken. Hoffentlich klappt das alles so, wie ich es im Kopf habe. Biege nach links ab. Die wollen nicht alle abbiegen. Der nicht, der will links abbiegen. Er lässt mich, wie nett von ihm. Noch schön bedanken. Prinzipiell könnte man ja auch hier lang fahren, ne? Kommen wahrscheinlich nicht weit, aber geschweige denn irgendwo hin. Aber dann kann man da wahrscheinlich trotzdem. So, und auf 30. Okay, wir sind ja gerade durch. Eine nächstgelegene Waagestation. Ich werde die Station aufsuchen. Ja, natürlich. Tanken kann ich danach, genau. Ich hoffe, ich komme da auch hin. Immer noch 26 Tonnen. Dann halten wir uns mal möglichst weit, weil müssen wir uns gar nicht. Gibt ja genügend Möglichkeiten zum Tanken. Alles in Ordnung, gute Fahrt. So, jetzt haben wir direkt hier vorne. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. 1,31 Euro. Dann einmal bitte voll tanken. Und 18 Liter und 1203 Euro. Nächster Halt Pleven, Bulgarien. 280 Kilometer. Nochmal röntgen lassen. Wenn wir jetzt auf Ware kommen, dann fliegen wir natürlich ein bisschen mehr. Route neu berechnen. An den Bäumen wirklich am Einzel, glaube ich, ne? Schon vergessen. Schon wieder vergessen. Irgendwie beim Bremsen noch so viel Schwung gehabt, dass ich weitergerollt bin. Auch
interessant. Halte muss man hier links. Landstraße, Autobahn wäre natürlich schneller hier in Bulgarien, aber wird wahrscheinlich hauptsächlich Landstraße jetzt sein. Hier wirkt es teurer. Laut Tafel zumindest. Und hoch auf 70 beschleunigen. Machen wir aber den Weg wieder zurück. Diesmal biegen wir aber ab. Immer geradeaus. Vor Burgas. Und fahren nicht nach Burgas rein. Ja, die Warnung vom Blitzer. Aber wir rasen ja nicht. Keine Solaranlage. Also, klein ist es relativ, aber trotzdem. Und dann gucken wir weiter mit 70. Könnte es sein, dass wir auch durch die ein bisschen was verloren haben? Ja, eine halbe Stunde haben wir verloren etwa. Eine halbe Stunde haben wir durch die Grenze verloren. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Richtung Sophia. Auch da wieder so ein kleines Ding. Also, es sind echt da viele Möglichkeiten, ein bisschen was zu entdecken hier. Auch abseits. Wirkt zumindest so. Schön weiter bei 70, und dann geht es gleich einen kurzen Abschnitt wahrscheinlich auf der Autobahn. Bisschen schnell kann man jetzt gleich kurz fahren. Biege nach links ab. In 30 ist nicht ganz gereicht, um die 90 Grad Kurve zu meistern. Ich würde schon ein bisschen gerne jetzt Gas gehen, damit ich auch beschleunigen kann. Deswegen mache ich es einfach mal. Wir wollen noch mal ein bisschen mit Geschwindigkeit hier rauf. Wir wollen ja keinen nicht den Verkehr behindern.
schon mal, was das war. Ich glaube, es gab Geld. Oder? Ich weiß nicht mehr, wie viel Geld wir jetzt gerade hatten. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Geld wir hatten nach der letzten Fahrt. Da bin ich ehrlich. Schön mit dem Wald auf den Hügeln. Ah, ist schon eigentlich nice, so diese hügelige Landschaft. Gefällt mir gut. Na, was ist jetzt der längste Abschnitt hier? Wahrscheinlich sogar der einzige Abschnitt hier auf der Autobahn in Bulgarien. Der Rest wird dann wahrscheinlich über die Landstraße gehen. Jetzt durch die andere Stadt durch die wir hätten auch hinfahren können, durch die wir in die, zu der wir hätten ausfahren können. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Dann entdecken wir, als ob wir eine neue. Wie, das ist ja auch schon mal gut. Biege nach links ab. Freie Bahn mit 70. Eine ordentlich kurvige Landschaft, Landstraße. Straße. Mit 70 nicht zu empfehlen. Ist aber auch schon schön hier, ne? Schön am Fluss entlang. Camper. Wobei es eher wie wild pinkeln, genau. Wie wild campen aussieht. Wildcampen nicht zu verwechseln mit Wildpinkeln. Oh. Kein, hätte man auch rübergekonnt? Ich hab's gerade nicht mehr sehen können. Es sind aber auch schöne Gegenden hier. Also wahrscheinlich nicht nur hier virtuell, sondern wahrscheinlich auch in Realität. Auf in den nächsten Wald hinein. Um einen Bergkuppel herum. Fahren wir mal lieber mit 60. Sicher ist sicher. Hier geht es schon mittlerweile wieder mit 70. War jetzt wieder ein bisschen too much.
Man sieht so schlecht, wenn man hier die Büsche im Blick hat. Im Sichtfeld, während die sich versperren. Oder Blickfeld war richtiger, glaube ich, oder? Wege, die einfach in den Wald hineinführen von der Landstraße aus, ist schon nice. Jetzt rechts halten. Das ist alles schon nice. Oh. Viking Explorer 11 von 30, erst auch mal in Veliko Tarnova. Tarnovo. Weiter mit 60, wa? Bitte links halten. Sicher doch. Richtung Rusche, Richtung Rusche geht's ja und Richtung Pleven. Und wir fahren natürlich nach Pleven. Sollen wir denn hier ein Foto machen? Wahrscheinlich nach dem Tunnel, oder? Das sieht aber auch schön aus. In den Wäldern. Wahrscheinlich genau zwischen den Tunneln ist das Ding, was... Das Ding der Begierde. Ah, die Eisenbahnbrücke. Beziehungsweise es war einfach falsch platziert. Also es ist eigentlich nur... Es ist aber echt ein schönes Ding. Ein Foto von Veliko Tarnovo. Das ist aber auch. Das ist aber auch nice, so hier. Mitten oben drüber. Warum auch immer wir hier nur 50 fahren dürfen. Auch hier der Bahnübergang. Oh. Mal schauen, von wo dazu kommen. Nicht von da, sondern von hinter uns wahrscheinlich. Ob der schneller ist als wir? Schweigen sehen wir überhaupt? Ah, da kommt er ja. Wahrscheinlich ein Erzgüterzug. Der fährt sogar noch näher an uns heran. Der überholt uns sogar noch. Schönes Kopf-an-Kopf-Rennen hier mit dem Zug. Aber sicher doch. Biege nach links ab. Richtung Pleven. Getankt werden muss zum Glück nicht mehr. Das haben wir bereits an der Grenze gemacht. Eigentlich wäre es auch nice, wenn man halt das separat auch tanken kann, also einmal AdBlue tanken kann und eine Tabzelle hat, wo man nur Benzin tanken kann, beziehungsweise Diesel halt. Und dass nicht beides in einem Rutsch ist.
waren es nur noch 24 Kilometer. Da war schon Pleven. Die Werscher von Pleven. Wo wir die Fahrt hier beenden werden, nachdem wir Truck und Trailer repariert haben. Ich glaube, diesmal stelle ich dann den Trailer auch ab. Bevor ich den mich dann aufs Ohr haue. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und da sind wir in Pleven, auch hier wieder mit wahrscheinlich für hier Dings, Trolley, Busse. I guess. Jetzt auch mal in Pleven. Ach du Heilige. Imperator 16 von 27, Road to the Adriatics und hier das andere halt, ne? Was passiert denn jetzt hier alles? All on the Isle, Conquistador. Ein Conquistador, ist doch eigentlich von Spanien. Ah, nee, von Italien war das, ne? Für den Conquistador. Nee, Imperator war, glaube ich, das und Conquistador war, glaube ich, Spanien. Ich bin verwirrt. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Es war so klar. Immer noch von dem Volvo? Nee, schafft man nicht ganz. Ja, da kommt nämlich auch gut weg. Das sind ja auch, glaube ich, auch. Wobei, ich wollte gerade sagen, ist ja auch nicht so viel Gewicht hinten dran, aber. Los, wie viel Flüssigkeit er drin, hinten drin hat. Aber zum Industriegebiet. Und da die Pipelines durch. Biege nach links ab. Liter passen wohl rein. Links abbiegen. Ja. Biege nach links ab. Auch wenn ich hier pennen kann, penne ich hier nicht. Denn wir wollen ja schließlich. Hier endet es. Noch vorher zur Werkstatt fahren. Dann laden wir mal ab. Ausgezeichnet LKW-Felgen von Istanbul nach Pleven geliefert. Gefahrenstrecke 492 Kilometer. Dauer circa. Boah, was war das nochmal? Ja, eigentlich sogar gar nicht mehr so viel. Eigentlich eine halbe Stunde weniger. Also so ungefähr 43 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 155 Liter. Das war der 168. erledigte ETS 2 World of Trucks Auftrag.
Es gab dafür 14.670 Erfahrungspunkte. Dann wollen wir mal zur Werkstatt in Pleven fahren, die hier hinten ist. Nochmal die 13 Kilometer fahren. Ich denke, ich werde die auch ein bisschen flotter wieder fahren. Fertig zum Losfahren. Um das Video zum einen unnötig in Länge zu schrecken. Biege nach rechts ab. Und so weiter und so fort. Demnächst rechts abbiegen. Ampel bekommen wir, glaube ich, nicht mehr. Biege nach rechts ab. Ja gut, drüber sind wir schon mal, ne? Hoffen, dass wir nicht allzu hoch geblitzt werden. Wir haben hier schon Rasen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Also wie gesagt, reparieren, das Ohr hauen und dann werde ich morgen dann weiter aufnehmen. Heute nicht mehr. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links abbiegen. Bisschen zu lange an der roten Ampel mit der Bremse rumgespielt. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege aber nach gut. Rechts ab. Oh Gott. Habe mich weit raustragen lassen. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Einfach nur ein Dauerpiepen, was immer wenn du anfängt. So, bitte einmal alles reparieren. Für 13.000 einfach alles an Kohle wieder weg. Dann müssen wir mal den Trailer hier vorne uns hinstellen. Ja, passt. Und dann haben wir uns mal hier aus Ohr. Da bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Euroflex Simulator 2 Cruising the Balkans Event Video wieder. Macht's gut. Tschüss.